Ja, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, wir würden langsam anfangen. Gerne. Ja, liebe Gäste hier im Komet, im wunderschönen Köln, liebe Freundinnen und Freunde aus der Grünen Partei, die heute hier nach Köln gekommen sind, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Premierenfeier, ich glaube, so darf man es nennen. Eine Premierenfeier nicht der üblichen Art im Bereich der Kultur, sondern eine Premierenfeier der Demokratie. Denn wir wählen zum ersten Mal unsere Spitzenkandidatin, unseren Spitzenkandidaten für die Europawahl durch die Primaries. In Athen war der Auftakt am 26.11. und ich hörte schon, es war eine gute Debatte. Köln ist als nächstes dran, demnächst in Berlin. Und es sind eigentlich gleich zwei Premieren. Die erste Premiere ist, dass die Grünen überhaupt einen europäischen Spitzenkandidaten, eine europäische Spitzenkandidatin, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, wählt. Und die zweite Neuerung ist, dass dies jeder Bürger, jede Bürgerin in Europa mitbestimmen kann. Und wir in Köln wollen heute Ihnen und euch die Kandidatinnen dazu vorstellen. So ist das, genau. Und während wir jetzt beim Eurovision Song Contest, der ja sozusagen neben der Wahl zum Europäischen Parlament das zweite große europäische Event ist, würden wir jetzt sagen, Hello Brussels, this is Cologne calling. Ja, also wir sind sozusagen schon voll im europäischen Geist hier verhaftet und es ist großartig, dass so viele hier sind. Und das, Monika hat es gesagt, das ist ein ja, großartiges demokratisches Experiment, weil auf der Grundlage des Vertrages von Lissabon wird ja beim nächsten Mal der Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin der EU auf der Grundlage der Wahlen zum Europäischen Parlament auch vorgeschlagen. Und die anderen Parteien, die großen Parteienfamilien machen das so, wie sie am meisten Spitzenpersonal auswählen. Also sie bestimmen einfach dann irgendwie jemanden in Runden, wo nicht so richtig klar ist, warum und warum jetzt der und warum nicht die. Und wir machen das anders als Europäische Grüne Parteienfamilie. Wir machen zum ersten Mal wirklich ein ganz, ganz breites demokratisches Experiment. Alle Menschen in der Europäischen Union ab 16 können mitbestimmen, wer das europäische Spitzenduo ist. Die müssen dafür noch nicht mal Parteimitglied sein, sondern müssen einfach nur sagen, sie bekennen sich zu den grünen Werten und können dann auch das europäische Spitzenduo mitentscheiden. Also ein ganz, ganz tolles demokratisches Experiment. Und wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, diese eine von diesen wenigen exklusiven Veranstaltungen hier nach Nordrhein-Westfalen zu holen, nach Köln. Und dafür möchte ich vielleicht an dieser Stelle ganz besonders Sven Giegold, unserem Europaabgeordneten, danken, der sich da sehr stark gemacht hat. Also Sven Giegold, unser Europaabgeordneter hier aus Nordrhein-Westfalen, hat sich da sehr, sehr stark für gemacht. Aus Düsseldorf, ne? So viel Zeit muss sein. Aus Nordrhein-Westfalen. Sven ist da ja nicht so. Sven steht ja für ganz Nordrhein-Westfalen, nicht nur für Köln oder Düsseldorf, auch wenn es schön ist, wenn er in beiden Städten unterwegs ist. Also ganz herzlichen Dank an dich, dass du dich da so für stark gemacht hast. Und wir freuen uns, dass wir hier sind. Wir sagen vielleicht noch ein paar technische Hinweise, bevor es losgeht. Einer ist, dass diese Veranstaltung, dieses Primary erstens Gebärden übersetzt wird. Vielleicht einen ganz, ganz großen Applaus an die Gebärdendolmetscher, Gebärdenübersetzung. Also Europa inklusiv, Grüne inklusiv, natürlich, wie man das von uns gewohnt ist als Grüne. Dann wird diese Veranstaltung aber auch für alle, die das möchten, auch simultan übersetzt, also in Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Wir haben überlegt, noch mehrere Sprachen anzubieten, aber irgendwie haben wir dann gedacht, das reicht dann vielleicht, das sozusagen das breit abzudecken. Das heißt, wenn ihr euch so ein Headset dort holen möchtet, dann könnt ihr das jetzt noch tun. Auf dem Kanal 1 könnt ihr dann eben diese Veranstaltung hier auch in Englisch verfolgen und könnt dann oben an dem Gerät auch die Lautstärke regulieren. Ich glaube, das ist alles, was man zu diesem Gerät technisch wissen muss. Also wie gesagt, ihr seid da herzlich eingeladen, euch auch nochmal das internationale Flair durch die Simultanübersetzung auch zu holen. Letzter Hinweis, Essen und Getränke sind selbstverständlich bio. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für uns. Ja? Wird dort hinten geboten, biologische Qualität. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz gut, dass wir hier auch wirklich eine inklusive, grüne, demokratie- und beteiligungsorientierte Veranstaltung heute hinbekommen. Toll, dass ihr da seid und wir würden sagen, wir steigen ein mit einem kleinen Video, genau, von der Europäischen Grünen Partei. Film ab! Bisher waren Europawahlen eher langweilig. Die meisten Parteien machten mit nationalen Themen Wahlkampf.
Europas Bürger verloren das Interesse. Sie hatten das Gefühl, die Entscheidungen des Europäischen Parlaments würden sie nicht betreffen. Europäische Politik kann anders aussehen. Interaktiv, demokratisch und aufregend. Nur wie? Die Idee der Primaries kommt aus den USA, wo die Parteien ihre Spitzenkandidaten in einem internen Wettbewerb bestimmen. Die europäischen Grünen machen das erstmals in Europa mit der Green Primary. Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und unsere grünen Werte teilt, kann mitbestimmen, wer die beiden Spitzenkandidaten zur Europawahl sein sollen. Mitmachen kannst du online vom 10. November bis zum 28. Januar 2014. Die beiden Gewinner der Primary werden unsere Spitzenkandidaten. Sie treten für uns Grüne im Wahlkampf in ganz Europa auf. Zum Beispiel bei den Fernsehdebatten gegen die Kandidaten der anderen Parteien. Also, deine Stimme zählt. Mach mit bei der Green Primary. Lerne unsere Kandidaten kennen. Jürgen B., Monika Frassoni, Rebecca Harms und Star Keller. Und stimme jetzt ab auf greenprimary.eu. Genau, Applaus für das Video. Und ihr habt eben schon gesehen, wir stellen sie gleich nochmal alle einzeln und ausführlich und auch sehr persönlich vor, die Kandidaten, Kandidaten, die hier sind. Ich sage aber trotzdem mal vorher etwas zu der Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil das soll ja jetzt nicht nur eine Frontalveranstaltung sein, ja, sondern ihr sollt auch einfach fragen dürfen. Das ist ja sozusagen der Sinn und Zweck auch eines Primaries, dass man auch Fragen stellen kann. Wir sammeln bereits seit Tagen und seit wenigen Wochen auch Fragen im Netz. Es sind schon sehr, sehr viele Fragen auch übers Netz eingegangen. Es werden auch bei Twitter wahrscheinlich Fragen auch eingehen, weil im Livestream diese Veranstaltung übertragen wird. Aber ihr könnt eben auch Fragen stellen. Und zwar ist dort hinten die Box, da wo jetzt Harald Schwalbe steht und die Fragenkarte hochhält. Vielleicht kannst du das nochmal, wunderbar. Das ist Harald. Kein Applaus für Harald vielleicht schon mal an dieser Stelle. Auf euren Stühlen liegen Fragenkarten, das heißt, ihr könnt dort Fragen an die Kandidatin, an die Kandidaten draufschreiben, dort hinten in die Box einwerfen. Alle Kandidatinnen, Kandidaten haben eine eigene Fragebox und dort wird dann sozusagen während der Veranstaltung immer ausgelost und dann werden die Fragen hier auch verlesen. Das heißt, bitte mischt euch ein, bringt euch ein, stellt Fragen. Das heißt, ihr könnt diese Veranstaltung auch sehr, sehr gut mitgestalten. Und jetzt? Jetzt geht's los. Danke Sven für die Verfahrenshinweise. Jetzt geht's los und ich darf unseren ersten Gast heute vorstellen, mit der ich gleich zwei Gemeinsamkeiten habe. Liebe Monika Frassoni, nämlich den Namen. Meiner wird mit K, deiner mit C geschrieben, aber und das Geburtsjahr. Sehr guter Jahrgang. Aber Monika Frassoni, nein, wir verraten es nicht. Monika Frassoni ist zusammen mit Reinhard Bütikofer Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei. Sie war 10 Jahre, von 1999 bis 2009, Mitglied des Europaparlaments und 2002 bis 2009 zusammen mit Dani Cohn-Bendit Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion. 1999, habe ich recherchiert, bist du über die Wallonische Liste ins Europaparlament eingezogen, 2004 dann über die italienische Grünen Liste und 2009 leider den Einzug nicht geschafft und das wünschen wir dir natürlich, dass das bei dieser Wahl gelingt und dass die italienischen Grünen bei dieser Wahl mit dir dann auch ins Europaparlament kommen. Ich bitte dich auf die Bühne, liebe Monika. Herzlich willkommen. Die zweite Kandidatin, die ich vorstellen darf, ist gebürtige Wendländerin. Ich glaube, in der Nähe vom schönen Uelzen bist du geboren, Rebecca, glaube ich. Und ist eigentlich das Gesicht der nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Anti-AKW-Bewegung, der Anti-Atom-Bewegung. Du warst nämlich schon 1977 auch Mitbegründerin der Bürgerinitiative gegen das atomare Endlager in Gorleben und hast eigentlich seitdem bis heute bundesweit dich in der Anti-Atom-Bewegung engagiert, international auch. Warst 1994 bis 2004 Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und Fraktionsvorsitzende und bist seitdem, also seit 2004, Mitglied des Europäischen Parlaments und auch seit 2010 Vorsitzende der Fraktion, die Grünen im Europäischen Parlament. Und schön, dass du hier bist, begrüße dich ganz herzlich, Rebecca Harms, die zweite Kandidatin. Applaus
Unsere dritte Kandidatin ist Ska Keller, seit 2009 im Europäischen Parlament und macht sich dort vor allen Dingen für Entwicklungspolitik und wir kennen dich, liebe Ska, auch und ganz besonders im Bereich der Flüchtlingspolitik sehr stark. Sie war Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend, Sprecherin der Federation of Young European Greens, hört sich irgendwie toller an als Grüne Jugend Deutschland, finde ich, aber Landesvorsitzende der Grünen aus Brandenburg, wo du auch geboren bist, nämlich in Guben, im Brandenburg. Und eigentlich, darf ich das sagen, heißt Ska, vielleicht wissen das nicht alle, dass dein vollständiger Name Franziska Maria Keller ist, aber wir nennen dich gerne Ska. Ska, bitte auf die Bühne. So, und der vierte Kandidat, der einzig männliche in der Runde, kann leider heute persönlich nicht hier sein. José Bové ist, ich sag mal, darf es vielleicht so sagen, in Frankreich stecken geblieben. Er hat den Weg sozusagen nicht ganz nach Köln geschafft. Aber wir werden gleich noch ein Video von ihm sehen, wo er sich auch ein bisschen persönlich vorstellt. Ich darf nur sagen, dass José Bové gebürtiger Franzose ist und bereits als Student sozusagen eine der führenden Persönlichkeiten in Frankreich, auch was die Protestbewegung zum Beispiel für eine andere Landwirtschaftspolitik angeht, war. In den 90er Jahren oder seit den 90ern auch Greenpeace-Aktivist ist und hat 1999, das wissen vielleicht einige, große Popularität erlangt durch die sogenannte McDonald's-Affäre, also wo Bauern ein McDonald's-Restaurant zerstört hat als Protest eben gegen McDonald's. Und zum Beispiel auch 2005 war das, glaube ich, ist er auch, glaube ich, verurteilt worden, aber zumindest auch dann dadurch sehr bekannt geworden durch eine Feldbefreiung, was ein Feld anging, was durch Genmais kontaminiert war, also sozusagen eine Persönlichkeit der Protestbewegung. Und 2009 war er auch Spitzenkandidat von Europe Ecologie in Frankreich fürs Europäische Parlament. Und das darf ich vielleicht direkt zum Anlass nehmen, weil wir ihn nicht hier persönlich begrüßen können, aber euch sozusagen seine Bewerbung und seine Worte an uns per Video dann vorzustellen. José Bové hat jetzt per Video das Wort. Hello to everybody. Unfortunately, it's not possible for me to be here with you in Cologne, because we have in France the Congress of the Europe Ecologie des Verts. I present myself. I think that a lot of people know me. I'm a member of the European Parliament since 2009. And I'm also a farmer. During more than 36 years, I've been farming on Larzac, a place where we fight against the military camp. As unionists, I've been fighting also with a lot of people all over the world to fight for food sovereignty, but also against GMO and shale gas. For me, I think this primary is a very important moment because for the first time, a political group organized a primary to decide who are going to be their two leaders to go on in this campaign of 2014. This campaign, of course, is very important because 2014 is the moment where we maybe be able to change really the orientation of the European of Europe. Themenbereiche ansprechen, in denen ihr auch Fragen formulieren könnt und auch sollt. Das sind die Themenbereiche Ökologie, Gerechtigkeit, Demokratie, eine Welt und Flüchtlingspolitik. Die Fragen könnt ihr jetzt schon stellen und abgeben, damit nachher dann hier nicht so ein Gewusel ist, haben wir dann auch Zeit, das auszusuchen und hier vorzustellen. Deswegen würde ich so als Warming-up, würde ich es mal sagen, als Warming-up euch dreien erstmal mehr auch eine persönliche Frage stellen wollen. Diese Spitzenkandidatur ist ja ein Novum und die Primaries, also gleich zwei Novums, Nova, innerhalb der Grünen.
Das ist eigentlich der Mehrzahl von Novum, keine Ahnung. Novi. Novi, ah. Gut, dass ich Sven habe. Also ihr stürzt euch in diese Spitzenkandidatur. Was hat euch bewogen, das zu machen? Kurz ein Eingangsstatement und dann kommen wir in die fachlichen Fragen. Warum kandidiert ihr? Vielleicht fängt Monika an und nachher machen wir die umgekehrte Reihenfolge. Monika, du kannst gern in Englisch oder in Deutsch, wie du es magst. Wir haben Übersetzung. Okay. Guten Morgen. Ich werde auf Deutsch versuchen, aber dann, wenn ich auf Englisch switch, ist es kein Problem für euch, hoffe ich. Also ich bin hier, weil ich glaube, dass diese primär etwas wichtig sind, um unsere Wahlen im Mai zu gewinnen, eigentlich. Und es ist auch eine wichtige und auch lustige, hoffe ich, Experiment von Direktdemokratie. Lustig. Niemand hat das gemacht auf europäischer Ebene und deswegen wollte ich damit sein, dabei sein. Und deswegen wollte ich dabei sein. Also ich glaube, dass diese Vorwahlen, dürfen wir in Deutschland gar nicht sagen eigentlich, haben die Nerds der Partei beschlossen, war, dass diese Primaries, dass die eine wichtige Brücke sein können zwischen europäischer Politik, europäischen Politikern und Bürgerinnen und Bürgern. Das, was wir damit verfolgen, ist ja die Idee, diesen Abstand, der nicht nur gefühlt zwischen Brüssel und dem Rest der Europäischen Union da ist und der größer wird, diesen Abstand zu überbrücken. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, schon ein Stück, ja, vielleicht die halbe Miete für eine erfolgreiche Europawahl gewonnen. Ja, danke. Ich mache mit bei der Primary, weil ich genauso denke, dass es eine großartige Möglichkeit ist, rauszugehen, Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, zu zeigen, Leute, ihr könnt alle mitentscheiden, ihr könnt mitbestimmen, wie Europa aussehen soll. Ihr entscheidet, wer grüne europäische Spitzenkandidatin, wer grüne europäischer Spitzenkandidat werden soll. Das ist eine großartige Möglichkeit, was ganz Neues in der europäischen Basisdemokratie. Wir zeigen eben, es geht anders. Wir machen die Demokratie ganz konkret und bei dieser ganz tollen Geschichte wollte ich eben dabei sein. Super, dann wissen wir jetzt, warum ihr hier seid und können jetzt einsteigen in die Themen. Und wir würden einsteigen mit dem Themenbereich Ökologie, Klimaschutz, auch Landwirtschaftspolitik, das sozusagen als ersten Themenbereich. Ich würde mal, bevor ich eine Einstiegsfrage stelle, die an alle auch geht, die auch alle gleich ist, schon mal direkt fragen, ob Fragen eingegangen sind im Netz und hier aus dem Publikum. Dann könnt ihr uns die, Mareike ist da, super. Applaus für Mareike Beermann, Mitarbeiterin Landesgeschäftsstelle. Und dann können wir die sozusagen so direkt zusammenstreuen, dass ihr dann auch Zeit habt, auf alle Fragen einzugehen. Die erste Frage, die ich stellen würde an alle, ist Warschau. Also die Klimakonferenz in Warschau war ja ein ziemliches Desaster. Es hat sich gezeigt, dass die Europäische Union eigentlich ihre Vorreiterrolle beim Klimaschutz verloren hat. Die EU war mal Vorreiterrolle, jetzt nicht mehr. Was wollt ihr tun, damit Europa wieder Vorreiter beim Klimaschutz auch international wird? Das wäre sozusagen die Frage, die ihr euch alle überlegen könnt. Genau, und würden jetzt fragen an, oder würden einsteigen mit Rebecca, wenn das okay ist, und würden aber fragen, ob an Rebecca nochmal einzelne Fragen eingegangen sind dazu. Genau, es gibt jetzt zu Rebecca zwei Fragen. Also die erste Frage, die kommt aus dem Netz und die ist von dem Mark Oliver. Der fragt, was, genau, an Rebecca. Was kann die EU tun, um die Energiewende hin zu einer CO2-freieren Energieversorgung in Deutschland und Europa mit voranzubringen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist eher aus dem Raum, aus dem KV Aachen von dem Gerd. Und der fragt, welche Projekte gibt es für den Green New Deal? Für den Green New Deal. Und dann haben wir auch noch eine Frage von dem Thomas aus dem KV Düsseldorf aus dem Raum. Und der fragt, wie wichtig ist es für dich, das Thema Energiewende? Genau, das wären jetzt insgesamt vier Fragen. Du kannst dir ruhig kurz Zeit lassen, um... wir haben so gedacht, für jede Frage eine Minute, also ruhig 4 Minuten könnt ihr euch jetzt nehmen für diesen Einstiegsblock. Brauchst du noch kurz Zeit zum Überlegen oder möchtest du loslegen? Ist ja dein Leibthema, ja? Leg doch einfach los, also kannst dich da während der Antwort drauf ein. Ich fange mal mit Warschau an und korrigiere dich einmal. Die Europäische Union hat nicht ihre Führungsrolle verloren.
die Europäische Union und etliche ihrer Mitgliedstaaten, der Regierungen der Mitgliedstaaten, haben sich entschieden, diese Führungsrolle aufzugeben. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Was ich glaube, ist, dass wir als Grüne nicht nur in Deutschland, aber auch gerade in Deutschland, weil das ein zentrales Industrieland ist in der Europäischen Union, dass wir eine sehr wichtige Aufgabe haben in der weiteren Ausgestaltung dieser Klimapolitik nach diesem Knick, den das in Warschau nochmal bekommen hat zum Negativen. Ich glaube, dass wir die Klimapolitik in Zukunft von verschiedenen Polen aus neu erzählen müssen. Das Ziel CO2-Reduktion, das ist ein wichtiges Ziel. Da müssen wir auf die Wissenschaft hören und die Orientierung finden. Aber ich bin davon überzeugt, dass man die Klimapolitik als eine Erzählung der Chancen durch Energiewende, der Chancen durch Innovation, durch Energieeffizienz und Ressourceneffizienz, der Chance durch eine zukunftsfähige Stadtentwicklung erzählen muss. Warum bin ich davon so überzeugt? Weil mir gerade in Polen durch viele Bürgerinnen und Bürger genau klargemacht worden ist, dass es andere Annäherungen als CO2-Reduktion und abstrakte Ideen gibt. In Polen liegen 6 der Städte, die in Europa, in ganz Europa die schlechteste Luft haben. In Polen gibt es große Bürgerinitiativen gegen Kohlesubventionen und gegen neue Kohlekraftwerke, weil die Leute die Luft in den Städten nicht mehr atmen können. Also Lebensqualität ist eine dieser Annäherungen, wenn man ehrgeizige Klimapolitik machen will. Ich glaube aber, dass ihr in Wirklichkeit wisst, wovon ich rede, und ihr wisst auch, warum wir in der Bundestagswahl mit diesem Thema nicht unbedingt gepunktet haben, und ihr wisst, wie wir es bei der Europawahl besser machen können. Zu den konkreten Fragen, wie man das machen muss, damit man CO2-Reduktion zu einem populären Thema macht, zu Olivers Frage. Ich glaube, wir haben dazu die Ideen. Wir müssen diese Ideen in der Phase dieser Krise, das haben wir mit Sven zum Beispiel unglaublich oft rauf und runter diskutiert, wir müssen diese Ideen verankert zum Beispiel im Green New Deal, die müssen wir eben so erklären, dass jeder versteht, warum Energiewende, warum Ressourceneffizienz nicht nur dem Klima dient, sondern warum das Menschen und ihren Zukunftsängsten auch eine andere Antwort sein kann als diese Auseinandersetzung um Ökologie. Ich glaube, dass diese Verbindung von ökologischer Politik mit dem, was die Menschen betrifft, was sie besorgt, mit dem Thema, wie arbeiten wir in Zukunft, wie leben wir in Zukunft, dass diese Verbindung das Allerwichtigste ist, und diese großen Ideen über ökologische Transformation, die werden wir nur dann erfolgreich bewältigen können, wenn es uns tatsächlich auch gelingt, die Menschen mit ihren Problemen und Sorgen und ihren Erwartungen und Hoffnungen auch abzuholen. Die Energiewende in Deutschland, woran leidet die? Also erstens daran, dass nach Fukushima zwar die Abschaltung von 8 Atomkraftwerken beschlossen worden ist, aber der Rest außerhalb eines politischen Konsens geblieben ist, dass das Erneuerbare Energiengesetz nicht unmittelbar nach Fukushima an diese Entscheidung angepasst worden ist. Das ist ein großes Manko. Und wie wir jetzt sehen, mit der Großen Koalition wird das nicht besser. Ich mache mir große Sorgen darüber, was passiert, wenn nicht nur wegen Hannelore Kraft, aber auch wegen Hannelore Kraft die IGBCE und RWE zentralen Einfluss in Berlin gewinnen. Das wird eine Herausforderung für uns sein. Und die Energiewende in Deutschland, die hapert auch daran, dass sie nie europäisch gedacht worden ist. Und diese Fortschreibung der Idee eines europäischen Atomausstieges, ich sage nur Tihange und Dohl aus nordrhein-westfälischer Sicht, die Fortschreibung eines europäischen Atomausstieges, die Idee, dass der Ausstieg einen anderen Prozess immer nach sich zieht, der heißt Einstieg in neue Technologien, in Innovation. Diese Idee muss eine zentrale Idee des Europawahlkampfes sein. Meine Kurzformel dafür ist seit Jahren, das, was früher
der Pakt für Kohle und Stahl war, das, was mal Euratom gewesen ist, das muss eigentlich abgelöst werden durch einen neuen, zukunftsfähigen Pakt für erneuerbare Energien, für Energie und für Ressourceneffizienz. Die Technologien sind da, den politischen Willen, die politischen Mehrheiten dafür, die müssen wir noch schaffen. Vielen Dank, Rebecca. Danke für die Beantwortung der Fragen. Wir gehen jetzt weiter an Monika Frassoni. An dich auch die Einstiegsfrage Warschau, also wie weiter nach der Klimakonferenz. Und wir lesen auch die Fragen vor, die an dich persönlich eingegangen sind. Genau, da gibt es jetzt auch wieder zwei Fragen, auch nochmal von Thomas aus Düsseldorf, der hat dann alle die gestellt, wie wichtig ist für dich das Thema Energiewende auch nochmal. Und dann kommt eine, die ist ein bisschen länger, die ist im Netz eingegangen von Dirk. Der fragt dich, inwieweit kann die Entkopplung des Casino-Kapitalismus von der Realwirtschaft in Kombination mit einer europäisch koordinierten, anteilig erhöhten Kapitalertragssteuer für den Casino-Ertragsanteil einen sinnvollen Beitrag zum Green New Deal leisten? Wäre dies überhaupt als Strategie europäisch umsetzbar? I think you have to repeat. Okay. Inwieweit kann die Entkopplung des Casino-Kapitalismus von der Realwirtschaft in Kombination mit einer europäisch koordinierten, anteilig erhöhten Kapitalertragssteuer für den Casino-Ertragsanteil einen sinnvollen Beitrag zum Green New Deal leisten? Ist das so in ungefähr klar, was mit der Frage gemeint ist? Ich werde eine ungefähr klare Antwort öffentlich geben. Auf jeden Fall, danke. Danke für das. Also ich glaube, dass, wie Rebecca gesagt hat, wir müssen eigentlich die Phasing out von Fossil Fuels gehen. Und das ist, was wir machen müssen, auch wenn es jetzt schwierig ist und auch wenn nach Warschau, das wussten wir schon, dass nicht die Gefühle der Mehrheit scheinen. Und ich glaube, dass das ist eigentlich, warum wir notwendig sind. Vielleicht haben Sie in Deutschland oder auch in andere Länder gehört, dass die Leute sagen, ja, die Grünen nicht so stark im Wahlen sind, weil die anderen haben schon ihre Themen genommen. Eigentlich, was in Warschau geschehen ist, scheint, dass das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass diese Vorbereitung der Phasing out der Fossil Fuels, ja, ist eine Wahlgeschichte, dass wir müssen wirklich hochtragen. Was bedeutet das? Ich glaube, dass es gibt einige Schritte, die wir machen, klar machen müssen. Und die erste, das wichtig für unsere Kampagne ist, ist die Diskussion um Climate 2030. Was geschieht nach 2020? Und das die Leute können verstehen. Und ich glaube, dass das ist unsere größte Kontribution an die Klimadiskussion in den nächsten 6 Monaten oder 8 Monaten. Energiewende. Ich glaube, dass hier in Deutschland haben Sie eine riesige Verantwortlichkeit. Wenn Sie sehen, die Kommentare nach dem Koalitionsagreement, alle sagen, ja, für Europa, Merkel hat gewonnen, aber für Energie haben die mehr grünisch Approach der SPD auch gewonnen. Und ich glaube, das ist so wichtig zu zeigen, dass eigentlich diese Energiewende auch in Deutschland und deswegen in der ganzen Europa nicht total fertig ist und nicht total das heißt, dass man kann nochmal zurückkommen. Ja? Ja, und ja, das heißt, also wir haben noch nicht gewonnen. Und ich glaube, dass wenn hier in Deutschland Sie das zeigen können, das hilft uns auch, wo in die Länder, wo wir sind, ein wenig mehr hintergeblieben. Und die Finanzcasino. Ich glaube, dass Sven wäre viel besser als ich, eine Antwort darüber zu geben. Aber wir müssen etwas sehr klar
wissen. Diese Decoupling zwischen Ökonomie und diese finanzielle Casino ist nicht nur möglich, aber notwendig. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum in Europa so, lack of confidence, Vertrauverlust ja, haben, ist genau, was die Leute nicht sehen, wie können wir diese Casinos stoppen. Und da haben wir so viel gemacht mit den Leuten, die hier sind, da wir müssen unbedingt dieses Argument gewinnen. Danke, Monika, für die Beantwortung. Auch perfekt in der Zeit, vielen Dank. Jetzt die Fragen an Ska aus dem Themenkomplex, also auch an dich die Frage, die muss ich glaube ich nicht wiederholen, wie weiter nach Warschau und die an dich eingegangenen Fragen. Genau, da haben wir auch von Thomas aus dem KV Düsseldorf wieder, wie wichtig ist für dich das Thema Energiewende? Die zwei Fragen. Das heißt, du hast jetzt für zwei Fragen etwas mehr Zeit. Ja, vielen Dank. Wie weiter nach Warschau? Ich glaube, das ist eine wirklich entscheidende Frage, weil der Warschauer Gipfel hat gezeigt, wir kommen nicht weiter auf diesen ewig gleichen Gipfeln, auf dem ewig weiteren Verhandlungsweg. Wir kommen da nicht weiter. Auch weil eben, wie Rebecca und Monika schon gesagt haben, die EU einfach mal eben ihre Führungsrolle aufgegeben hat. Wir müssen wegkommen davon, dass die Lobbyistinnen und Lobbyisten viel mehr Zutritt haben zu den Delegationen der einzelnen Länder als Zivilgesellschaft, als Parlamente, als Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Wir müssen also eine ganz andere Art und Weise finden, wie wir international verhandeln können. Und ich glaube, da muss die Europäische Union sich auch mehr auf die Seite der am wenigsten entwickelten Länder stellen. Denn die Ärmsten der Armen dieser Welt sind ja genau die, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, ohne ihn aber verursacht zu haben. Und sie fordern höhere Grenzen, also noch weniger Gradziele. Sie fordern eben aber auch Gelder für die Klimaanpassung. Denn es ist ganz klar, dass zum Beispiel die Niederlande sich viel besser gegen den Klimawandel rüsten können als zum Beispiel Bangladesch. Aber in Bangladesch wird auch ungefähr ein Drittel des Landes überschwemmt, wenn es nur einen Anstieg des Meeresspiegels von ungefähr einem Meter gibt. Da müssen wir also ran, da müssen auch die industrialisierten Länder ihre Verantwortung anerkennen. Sie müssen sagen, jawohl, wir haben den verursacht, also müssen wir auch dazu beitragen, dass andere Länder sich anpassen können. Und zum Beispiel auch dabei helfen, dass man eben Klimamigrantinnen und Migranten schützen kann. Denn bis jetzt oder bereits jetzt sind ungefähr so viele Menschen auf der Flucht vor Klimawandel wie vor Krieg. Und da müssen wir wirklich rangehen und die Länder unterstützen, die eben gerade diese Klimaflüchtlinge aufnehmen. Die sind nämlich in der Regel viel zu arm, um nach Europa zu kommen. Sie sind in der Regel nur dazu in der Lage, ins nächste Dorf zu gehen, die nächstgrößte Stadt etc. Und da können wir nicht sagen, ja Gott, solange sie nicht herkommen, ist es nicht unser Problem. Sondern da muss die Europäische Union viel, viel aktiver werden, damit auch aus der Klimagerechtigkeit mehr wird als nur ein Schlagwort. Und die Energiewende, die ist natürlich unglaublich wichtig jetzt gerade. Wir müssen sie auf die europäische Ebene holen. Und wir müssen aber aufpassen, dass jetzt nicht der Klimakiller Kohle auf einmal die Rettung der Energiewende wird. Ich komme aus einer Kohleregion, aus der Tagebauregion der Lausitz. Und wir sehen ganz konkret, was es heißt, wenn Dörfer abgebaggert werden, nur weil Vattenfall Profite mit der Braunkohle machen will. Und dann wir einen größeren CO2-Ausstoß haben in Brandenburg als pro Kopf in den USA, weil wir eben die ganzen dreckigen Kohlekraftwerke haben. Da müssen wir raus. Wir müssen die Kohle endlich stoppen, damit die Dörfer stehen bleiben, aber damit auch der Klimawandel endlich aufgehalten werden kann. Ja, danke, Ska. Wir kommen zum nächsten großen, wichtigen Themenbereich der Europäischen Union, zum Thema Gerechtigkeit. Auch hier werden wir wieder eine Generalfrage an alle drei stellen und dann individuelle Fragen dazu nehmen. Und ich schlage vor, wir fangen umgekehrt an. Ska, fühlst du dich direkt bereit, gleich mit der nächsten Frage weiterzumachen? Ja, Thema Gerechtigkeit fällt einem das Nord-Süd-Gefälle ein als erstes. Arbeitslosenquoten, gerade bei Jugendlichen, Griechenland, Spanien. Mittlerweile haben wir ja auch verstärkt Einwanderung, Arbeitsmigration wieder aus den südlichen Ländern. Da wird ja die Zukunft einer ganzen Generation gerade aufs Spiel gesetzt, bei den hohen Arbeitslosenzahlen, gerade bei Jugendlichen. Das Megathema, denke ich, auch im Europäischen Parlament. Wie wollt ihr das im Wahlkampf auch beantworten? Und jetzt die
Fragen an Ska, die dazugekommen sind, Mareike. Genau, da haben wir jetzt zwei Fragen für den Themenkomplex an dich. Das erste ist von Thomas, wieder aus dem KV Düsseldorf, an alle geht die auch wieder. Wie wichtig ist für dich das Thema Regulierung Finanzmärkte? Und dann noch eine von Christina aus Wuppertal. Ausübung von Grundfreiheiten auf Basis demokratischer Ebene. Wie können taube, gehörlose Menschen sie ausüben? Die geht nur an dich, die Frage. Ska, das ist jetzt sehr ambitioniert, das in 4 Minuten abzuarbeiten, bitte. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, die Gerechtigkeitsfrage, die Frage vom sozialen Europa, das wird eine der entscheidenden Fragen, jetzt erstens im Europawahlkampf, aber eben danach auch für die nächste Legislatur. Denn ich glaube, wir haben zu lange in Europa zu sehr über nur den Binnenmarkt geredet, nur darüber, wie Dienstleistungen, wie Güter frei in Europa umherwandeln können, ohne darauf zu gucken, was ist eigentlich das, was Europa ganz konkret für die Menschen tun kann. Was kann Europa tun für die sozialen Rechte der Menschen in Europa und wie kommen wir da weiter, sodass es wirklich für Menschen ganz konkrete Verbesserungen in ihrem Leben gibt. Und da müssen wir ran. Wir müssen das soziale Europa uns auf die grünen Fahnen schreiben, aber genauso gut müssen wir es dann auf die Prioritätenliste ganz nach oben setzen in der nächsten Legislatur. Und da spielt eben die Jugendarbeitslosigkeit eine ganz große Rolle. Ihr wisst, die ist in Teilen Europas bei über 60%, in Teilen Spaniens, in Griechenland etc. Also es ist eine wirklich ganz krasse Geschichte, wo eine ganze Generation fallen gelassen wird. Und das ist eben nicht nur ein Problem für die jungen Menschen selbst. Das sagt nämlich die Kommission, die müssen sich mal anstrengen hier, mal mehr Ausbildung machen, noch ein Master drauf, ein paar mehr Praktika, am besten unbezahlt, dann wird das schon. Aber es wird eben nicht, weil die Jobs eben nicht da sind, weil die Bedingungen nicht da sind. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da rauszukommen. Und es ist auch eine Aufgabe für die europäische Demokratie, weil wenn wir eine ganze Generation fallen lassen, dann hat das gewaltige Auswirkungen auch auf das demokratische Gefüge von der Europäischen Union. Aber wenn wir mehr soziales Europa sagen, wenn wir raus wollen aus der Defizit, wenn wir raus wollen aus der Jugendarbeitslosigkeit etc., dann ist das eben nicht nur was, was jungen Menschen hilft, das hilft eher auch gegen Altersarmut, das hilft auch für die zukünftige Generation, das hilft der gesamten Gesellschaft. Was also tun? Europäische Solidarität muss gestärkt werden. Wir gucken jetzt, die Kommission guckt sich zum Beispiel jetzt auch an, wie sind die Haushalte der Mitgliedstaaten und dann sagen sie, hier müsst ihr Pensionen kürzen und da müsst ihr Schräubchen drehen etc. Ich finde, die Kommission muss viel eher drauf gucken, was machen die Mitgliedstaaten gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Ne? Und da muss ich auch mal sagen, wir haben jetzt die Defizitgrenze für die Verschuldung. Warum haben wir nicht eine Grenze für die Jugendarbeitslosigkeit, wo dann gesagt wird, hier müsst ihr aber ran und so kann das nicht weitergehen. Dann Thema Finanzmärkte regulieren, absolut super wichtig. Denn wenn wir uns auch angucken, wo die Krise auch wirklich herkommt, ist zum Teil in Spanien zum Beispiel die hohe Staatsverschuldung, die gibt es, weil Spanien eben die ganzen Banken retten musste. Und für die ganzen Banken wurden dann unglaublich viel Geld ausgegeben, sodass für die Jugendlichen, Arbeitslosen jetzt auch nichts mehr da ist. Und da müssen wir ran, wir müssen die Finanzmärkte regulieren, wir müssen Banken kontrollieren, dafür wollen wir auch die Europäische Bankenunion schaffen. Und mehr Inklusion für die europäische Gesellschaft, eben auch für Gehörlose, eben auch für Menschen, die schlecht sehen können. Da haben wir zum Beispiel wir haben auf den Weg gebracht, dass die Europäische Union sich jetzt endlich dafür einsetzt, dass eben Bücher auch für Gehörlose umgesetzt werden können, ohne dass sie damit gleich gegen alle möglichen Copyrights und Patente und so weiter und so fort verstoßen. Das war ein ganz wichtiger Durchbruch, dafür haben wir aber wirklich auch 4 Jahre hart kämpfen müssen. Und die Frage auch Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache oder internationale Gebärdensprache, das sind Sachen, da sind wir Grüne mittlerweile gut dabei, das finde ich super und das sollte auch im Parlament mal besser klappen. Wir haben auch einen gehörlosen Europaabgeordneten und der hat aber auch wirklich Schwierigkeiten, da mal hinterherzukommen. Der wird zwar übersetzt, aber ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr tun, damit auch Dokumente, all das, alles, das komplette Spektrum zugänglicher wird für Menschen, die da eben ganz spezielle Bedürfnisse haben. Das sind ganz normale Bedürfnisse und auf die müssen wir eingehen, weil das sind genauso Menschen in Europa, Bürgerinnen und Bürger Europas. Ja, danke, Ska. Perfekt in der Zeit, sehr professionell, muss ich sagen, Kompliment. Monika, auch an dich die Frage, soziales Europa, das hat ja auch was mit Akzeptanz zu tun, dass Europa akzeptiert wird. Ska hat ja auch darauf hingewiesen, es ist auch ein Demokratiethema. Du kommst ja auch aus einem Land, in dem Arbeitslosigkeit auch derzeit ein aktuelles Thema ist. Was hat Europa mit diesem Thema zu tun und was muss Europa da machen? Und die zweite Frage aus dem Publikum, Mareike. Genau, die ist von Thomas. Wieder aus dem KV Düsseldorf. Wie wichtig ist für dich das Thema Regulierung Finanzmärkte? Bitte.
I will speak in English for this one because I will stop killing you. Ich werde in diesem Fall Englisch antworten, um Ihre wunderschöne Sprache nicht länger zu massakrieren. Zunächst einmal möchte ich Ihre Frage beantworten, was mir in der Diskussion über den sogenannten Green New Deal und den entsprechenden Vorschlägen gefällt, ist, dass das gut für den Süden, Osten und Norden Europas ist. Und das müssen wir immer wieder gebetsmühlenartig sagen. Unser erster wirtschaftlicher Vorschlag besteht nicht darin, neue Grenzen zu schaffen oder uns gegenseitig negativ zu behandeln. Zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass wir nur gemeinsam aus der Misere herauskommen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, denn eines der Akzeptanzprobleme, die wir in den letzten Jahren hatten, auch damit zusammenhängt, dass neue Feindseligkeiten oder Ressentiments zwischen den Menschen entstanden sind. In Italien ist es so, dass die Deutschen immer sehr beliebt waren. Alle liebten die Deutschen, aber jetzt, naja, wir haben euch immer noch lieb, aber trotzdem. Und auch in Deutschland gibt es Feindseligkeiten gegenüber anderen Ländern. Ich glaube, dass unser Vorschlag für den New Green Deal die Energiewende nicht nur in der Industrie, in der Wirtschaft, sondern in der Gesellschaft, Investitionen und unser Umgang mit der derzeitigen Krise besteht darin, dass wir uns zunächst einmal, dass wir ein wirtschaftliches Rezept finden, Vorschläge finden, eine Wirtschaftspolitik, die allen dient. Ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass Sie berücksichtigen müssen, dass viele Länder, über die wir gerne sprechen, natürlich mit ihrer eigenen Krise intern umgehen müssen und ihre eigene Lösung finden müssen. Italien bekommt in diesem Fall beispielsweise keine Hilfe wie Griechenland oder Spanien. Wir sind das Land, das pro Kopf gerechnet den größten Beitrag zur Rettung Griechenlands leistet. Das weiß keiner. Gleichzeitig haben wir eine unglaubliche Staatsverschuldung, die natürlich auch an unserer schlechten Innenpolitik liegt. Das Gleiche gilt für Griechenland. Bei Spanien wäre das eine andere Diskussion. Ein anderes Element, das uns Grüne abheben muss, ist die Möglichkeit zu differenzieren, detailliert zu betrachten und hinzuschauen und uns damit zu beschäftigen, wie die Europäische Union sich diesen Fragen stellt. Wir müssen dabei differenziert vorgehen, aber ein gleiches Ziel verfolgen. Ich glaube, es gibt drei Dinge, die das nächste Europäische Parlament machen muss, und dazu brauchen wir neue Mehrheitsverhältnisse, und damit komme ich gleich auch zu Ihrer Frage. Erstens, ich glaube, dass wir den Stabilitätspakt wieder diskutieren müssen und vor allen Dingen die 3%-Schwelle. Nicht, weil das schlecht wäre, diszipliniert zu sein. Als Italienerin kann ich Ihnen sagen, dass ein bisschen Disziplin nicht schadet, aber man muss schauen, wie das umgesetzt wird, und auch die Frage, was hier beinhaltet sein sollte. Ein Beispiel. Wenn man die sogenannten grünen oder ökologischen Investitionen herausnimmt oder auch andere Dinge, die beispielsweise genutzt werden können, um eine Kofinanzierung aus den europäischen Strukturfördermitteln zu bekommen, dann wäre das eine ganz konkrete Herangehensweise. Da kann Europa helfen. Der zweite Punkt betrifft Ihre Frage. Wir brauchen eine klare, definitive und auch sichtbare europäische Regelung für das Finanzsystem. Sven und die anderen in der europäischen Gruppe haben sich hier sehr eingebracht, aber wir haben da im Moment eben das Problem mit der derzeitigen Regierungsführung, die das nicht ermöglichen, und auch die politischen Mehrheitsverhältnisse. Man kann den Finanzmarkt beeinflussen und diesen Finanzzirkus ändern, aber dazu braucht man entsprechende Mehrheitsverhältnisse. Drittens, wir haben ein großes haushalterisches Problem. Wir haben uns wirklich dafür eingesetzt, dass der EU-Haushalt nicht gekürzt wurde. Wir haben hier in Deutschland sehr viele Anstrengungen unternommen, um dagegen zu kämpfen. Jetzt haben wir einen EU-Haushalt und damit müssen wir jetzt arbeiten. Und aus diesem Grund müssen wir die europäischen Wahlen gewinnen. Wir müssen uns mit der Troika auseinandersetzen. Um diesen Kampf gewinnen zu können, müssen wir aber die europäischen Wahlen gewinnen und die Menschen davon überzeugen, dass Europa möglich ist. Auch sehr professionell in der Zeit. Rebecca, die Eingangsfrage bekannt, muss ich nicht wiederholen. An dich spezielle Fragen, Mareike? Ja, auch wieder zwei von Thomas. Wie wichtig ist für das Thema Regulierung Finanzmärkte? Und dann gibt es noch eine zweite Frage, die ist bei uns auf der Website eingegangen von Gerd. Wie sieht die Solidarität mit den wirtschaftlich Schwierigkeiten steckenden verschuldeten Ländern konkret aus? Also erstmal ganz grundsätzlich, das Ergebnis der Krisenpolitik der letzten Jahre ist für die europäische Politik, ist für die Europäische Union eine Katastrophe. Und zwar deshalb, weil das, was egal
wo man es diskutiert, ob in Deutschland, in Griechenland, in Italien oder in Holland, man kann die Reihe fortsetzen, egal wo man es diskutiert, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Staaten empfindet, dass sie selber als Mehrheit in diesen Staaten ungerecht belastet werden. Ja? Und aus diesem Gefühl ist eine neue Konfrontation zwischen den Nationen in der Europäischen Union entstanden. Also das, was angefangen hat mit dieser Konfrontation Griechenland und Deutschland beziehungsweise Merkel und griechische Regierung, das ist inzwischen eine echte, furchtbare Belastung für die Stabilität der Europäischen Union, weil die Stabilität, die fußt auf der Idee, dass die Nationen zusammen, ja, jenseits der Grenzen der Nationen, für sich alle, ja, etwas Besseres erreichen können. Das ist das, was eigentlich der Gründungsgedanke der Europäischen Union in den Anfängen gewesen ist. Und es ist ein schlimmer Kollateralschaden, insbesondere der deutschen Politik, die in der Krise versucht hat, die Antworten nur in zwei Arten zu geben. Das eine heißt nachhaltige Schuldensituation in den Ländern. Wenn man sich das in Griechenland anguckt, und da war ich gerade wieder, da kriegt man einfach neu die Krise im Kopf, weil der Schuldenstand der Regierung des Landes, der wird gemessen an den Vorgaben aus Brüssel besser, aber gleichzeitig wird das Land, wird der Staat mit seinen öffentlichen Institutionen einfach abgerissen und das Misstrauen sowohl in den Staat, in das Politische an und für sich und in Europa wächst. Damit das nicht immer weitergeht, weil in anderen Ländern verläuft die Entwicklung ähnlich, müssen wir wirklich Dinge korrigieren und anders fortsetzen. Nämlich die zweite Schiene, auf der es eben auch ungerecht zugeht, ist Svens Arbeitsgebiet, dass in dieser ganzen Krise die Rettung der Banken ein Ziel gewesen ist. Da würde ich noch nicht mal grundsätzlich sagen, dass das falsch ist, aber dass wir 5 Jahre, nachdem diese Finanzkrise in der Europäischen Union angekommen ist, immer noch nur die Banken stabilisieren und erst angefangen haben, mit der Bankenaufsicht den Finanzmarkt zu regulieren, dass wir von einer robusten Regulierung der Finanzmärkte weit weg sind und dass wir eben wirklich wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um Banken zu stabilisieren, was uns an anderen Ecken fehlt und was wir eben immer noch nicht zum Beispiel über die Finanztransaktionssteuer zurückholen, das ist eine Katastrophe, an der wir auch was ändern müssen. Ich bin ganz sicher, dass wir die sozialen Ziele für die Europäische Union anders verankern müssen. Aber ich bin mir über die Herausforderung, die darin steckt, heute darüber zu reden, ja, die Systeme der sozialen Sicherung in Brüssel zu organisieren, über diese Herausforderung bin ich mir sehr bewusst. Und ich glaube nicht, dass die nächste Legislatur eine Legislatur ist, in der wir plötzlich Brüssel zum Dreh- und Angelpunkt der Sozialpolitik machen können. Aber was wir machen müssen, das ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir gemeinsame Ziele, ja, sozialpolitisch in der EU abstecken, so wie wir das für den Bereich der Umwelt oder des Verbraucherschutzes oder des Klimaschutzes seit langer Zeit tun. Es kann nicht sein, dass in Griechenland in der Krise jemand arbeitslos wird und nach 6 Monaten ist der außerhalb jeder sozialen Sicherung. Es kann nicht sein, dass in Ungarn, die sind ja nun auch schon 10 Jahre lang Mitglied der Europäischen Union, dass es überhaupt keine vergleichbaren, ja, Absicherungen für die Menschen gibt wie im Westen oder im Nordwesten der Europäischen Union. Und das neu anzugehen, diese Ziele ernsthaft und verbindlich zu machen, das ist unerlässlich, wenn die Europäische Union gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern überall bestehen will. Das Dritte, was ich ansprechen muss, betrifft die Arbeitslosigkeit. SCA
Gas-Thema ist immer wieder die Jugendarbeitslosigkeit. In Griechenland, in Spanien war die schon hoch vor der Krise. Und man muss sich, wenn man jetzt mit neuen Konzepten daran geht, man muss sich mit den strukturellen Problemen in den Ländern, in denen diese Jugendarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit heute einen Charakter hat, der auf Depression schließen lässt. Ja? Man muss sich mit diesen strukturellen Problemen auch von Brüssel aus beschäftigen. Einige wenige mit ein paar Euros ausgestattete Programme nützen da nichts. Wir brauchen eine systematische Idee, wie wir gegen die Rezession in den Ländern des Südens angehen können. Und die Jugendarbeitslosigkeit als Problem wird erst dann gelöst werden, wenn wir die Arbeitslosigkeit insgesamt gemeinsam und systematisch bekämpfen. Auch das finde ich im Green New Deal von uns eigentlich hervorragend vorgedacht, aber in diesen Ländern bisher auch wegen der Schwäche der Grünen leider noch nicht so richtig in der Debatte. Danke, Rebecca. Vielen Dank, sehr umfassend. Jetzt diskutiert dieses Thema und wir kommen zum nächsten Themenkomplex, nämlich das ganze Thema Demokratie. Ein sehr weites Feld, gerade in der Europäischen Union. Und ich möchte einsteigen mit einem ganz speziellen Thema, was uns hier nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch eigentlich in allen Bundesländern beschäftigt, nämlich die Rolle zwischen Europäischer Union und den Kommunen. Weil wir wählen ja nächstes Jahr hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, aber auch in 11 Bundesländern insgesamt, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament auch die kommunalen Vertretungen. Und dass Europa starken Einfluss auf die Menschen hat, das wissen wir. Dass Europa starken Einfluss auf die Kommunen hat, wissen wir auch. Die Frage ist, wenn es zu solchen Konflikten kommt zwischen europäischer und kommunaler Ebene, zum Beispiel im Bereich Daseinsvorsorge, also zum Beispiel Versorgung mit Daseinsvorsorge, also zum Beispiel Wasserversorgung, Müllabfuhr, also genau, kommunale Dienstleistungen. Die Frage ist, wie wollt ihr Europa stärker machen, was wir ja alle wollen, aber gleichzeitig eben auch diese, sage ich mal, Dienstleistungen vor Ort, diese Gerechtigkeit, Daseinsvorsorge, wie wollt ihr das weiter in den Kommunen schützen? Und die weiteren Fragen, ich würde sagen, wir fangen jetzt, wenn es okay ist, Rebecca, mit dir wieder an, dann umgekehrte Reihenfolge, weitere Fragen an Rebecca. Genau, da haben wir 3 Fragen an dich. Einmal eine Frage hier aus dem Raum. Wie stehst du oder ihr zum Umzug Straßburg-Brüssel? Der Umzug der Parlamentarier ist weder ökologisch noch ökonomisch akzeptabel. Das ist die erste Frage. Und dann die zweite Frage hier aus dem Raum ist von Thomas aus Düsseldorf. Wie wichtig sind für dich oder ist für dich das Thema direkte Demokratie? Und dann gab es noch eine Frage von unserer Website, von dem Alex. Und der hat gefragt unter dem Stichwort NSA-Affäre, wie engagieren Sie sich für eine EU bzw. ein gemeinsames Europa, wenn beispielsweise das Vereinigte Königreich anscheinend ein ganz anderes Verständnis von Werten hat und andere ausspioniert? Sehr unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Komplexe. Ich würde sagen, da legen wir mal eine halbe Minute drauf in der Antwortzeit. Oder eine Minute. Danke. Es ist sowieso angenehm, dass es hier in Köln so flexibel ist. Viel flexibler als in Athen. Also die. Zu diesem Spannungsfeld Kommunen und Brüssel, ja, und diese weltfremden Technokraten, die da alles, was auf der kommunalen Ebene sehr viel besser geregelt werden könnte und gedacht werden kann, diese furchtbaren Technokraten, die da bis ins letzte Detail alles vorgeben wollen. Ich glaube, man muss auch bei dieser Diskussion sehr genau sein, was man da will und womit man da weiterkommt. Es gibt eine ganz, finde ich, ätzende Diskussion in Holland, wo die Subsidiaritätsdebatte herhält und die holländische Regierung eigentlich versucht, so antieuropäische Stimmung zu machen, indem sie permanent über Subsidiarität schwadroniert, aber nicht so genau sagt, was sie damit eigentlich meint. Was wir damit meinen, das, glaube ich, ergibt sich aus der besonderen Rolle, also aus deutscher Perspektive, der Kommunen und dem auch der Staatsordnung, ja, und der besonderen Verantwortung, die auf der kommunalen Ebene geregelt ist. Ich glaube wirklich, dass alle die Dinge, die zur Daseinsvorsorge gehören,
dass die vor Ort in den Kommunen, in den Städten, in den Regionen besser entschieden werden können, besser beurteilt werden können als in Brüssel. Und ich bin deshalb, und da hat mich schon vor 5 Jahren Heide Rüde mit der Nase draufgestoßen, ich bin deshalb der Meinung, dass es richtig ist, immer wieder daran zu denken und daran auch anzuknüpfen, dass im Lissabon-Vertrag verankert worden ist, der Markt, der Binnenmarkt nicht als Ziel, sondern als Instrument zur Erreichung von Zielen der europäischen Politik. Die ganze Auseinandersetzung um Wasser und die Privatisierung von Wasser, die hat eben noch mal gezeigt, dass wir in Brüssel einen großen Fehler machen, wenn wir falsch reinregieren. Und diese Initiative, die musste ja gar nicht zu Ende geführt werden, damit tatsächlich in Brüssel dieses ganze Unterfangen, das Wasser zu privatisieren, gestoppt wurde. Was wir daraus uns vorgenommen haben, ist bis zum Europawahlparteitag jetzt noch mal einen wirklich gezielten Katalog vorzulegen von Forderungen zu Bereichen, die wir auf der kommunalen Ebene aus diesem Brüsseler Regime herausnehmen wollen, wo wir aber trotzdem der Meinung sind, dass die Ziele, seien es Energiewendeziele, Klimaschutzziele, regionale, die Stärkung von Regionen, die mit bestimmten Programmen verfolgt wird, dass diese Ziele weiterverfolgt werden müssen, auch dann, wenn die Kommunen in ihren Gestaltungsrechten gegenüber Brüssel neu gestärkt werden. Bestimmt erfahrene Kommunalos, die da jetzt klatschen. Was man mit der direkten Demokratie in Brüssel machen kann, hat diese Initiative, die übrigens ganz stark von Grünen, nämlich aus dem Büro Heide Rühle herausgetragen wurde, das hat diese ganz erfolgreiche europäische Bürgerinitiative gegen die Privatisierung des Wassers gezeigt. Und in Brüssel ist wirklich durch diese Bürgerinitiative ein neuer Einfluss für die Bürgerinnen und Bürger möglich. Wie wir dieses Instrument weiter einsetzen können, darüber sollte in der Partei noch mehr diskutiert werden. Es gibt viele Bereiche, in denen wir sicher genauso erfolgreich sein könnten wie beim Wasser. Was ich falsch fände in Sachen direkter Demokratie wäre, wenn wir zu großen europäischen Themen, ja, meinetwegen zu den nächsten Integrationsschritten, wenn wir einen Vertrag ändern müssen, damit Svens Idee einer Bankenunion komplett werden kann oder damit wir einen Altschuldentilgungsfonds einführen könnten, wenn dazu Integrationsschritte nötig sind. Und dann dürfen nur in einzelnen EU-Ländern Bürger darüber abstimmen und in anderen Ländern nicht. Dann ist das, glaube ich, eine Situation, auf die man sich so nicht einlassen darf. Dinge, die europäisch gemeinsam relevant sind, die dürfen nicht in einzelnen Ländern per Volksabstimmung geklärt werden. Und zu NSA, also okay, Tempora, ja, gibt es. Wir haben aber, nachdem wir erlebt haben, dass auch die Engländer innerhalb der Europäischen Union spionieren, entdeckt, dass das nicht die einzigen Spione sind, die europäische Pässe haben und sich untereinander gegenseitig ausspionieren. Ich glaube, dass Snowden ein riesiges Problem aufgedeckt hat. Und ich glaube, dass die eigentliche Auseinandersetzung eine ist, die darum geht, wie wir das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, das seit 9/11 in den USA eine furchtbare Schieflage angenommen hat, wie wir dieses Verhältnis Freiheit und Sicherheit, wie wir das neu definieren, für die Grünen auch immer wieder eine spannende Auseinandersetzung. Danke, Rebecca. Wir machen weiter mit Monika, auch mit der Einstiegsfrage, wie schützen wir die Kommunen sozusagen vor zu viel Privatisierungswahn der Europäischen Kommission? Da geht das ja meistens von aus. Also wie schaffen wir es, EU zu stärken und Kommunen zu schützen? Und die weiteren Fragen an dich liest Mareike vor. Genau, da haben wir jetzt auch 3 Fragen hier aus dem Raum. Und die erste Frage ist von Barbara aus dem KV Köln. Welche ist deine Position gegenüber neuen populistischen Parteien, Bewegungen? Als Beispiel hat sie genannt MSS in Italien oder die AfD hier in Deutschland. Dann die zweite Frage von Thomas aus Düsseldorf. Wie wichtig
ist für dich das Thema direkte Demokratie? Und wie stehst du zum Umzug Straßburg-Brüssel wieder? Der Umzug der Parlamentarier ist weder ökologisch noch ökonomisch. Ja, thank you very much. Vielen Dank für diese Fragen. Zur letzten Frage. Und da bin ich sicher, dass ich da auch für Rebecca spreche, wenn ich jetzt meinen Standpunkt schildere. Diese Geschichte von Straßburg und Brüssel. Aber wir haben auch immer Vorschläge gemacht, um was zu tun mit Straßburg. Weil das ist auch sehr wichtig. Wir brauchen Orte der europäischen, nicht nur Gedächtnis, aber auch Tätigkeit. Und ich glaube, dass man kann gleichzeitig sagen, dass wir müssen 200 Millionen oder mehr vielleicht jetzt sparen, um diese Traveling Circus zu finanzieren. Aber wir müssen auch eine Rolle an diese riesigen Gebäude zu finden und auch an diese symbolischen Ort der europäische Gedächtnis. Die andere Sache, ich wollte sagen, ist, dass you know what? I am not sure that you have to defend. Dann möchte ich noch etwas sagen. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass man die Kommunen als solches verteidigen muss, sondern vielmehr die Demokratie, das Recht auf Selbstbestimmung und die Fähigkeit, auf allen Ebenen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was verteidigungswürdig ist. Ich denke nicht, dass man diese Diskussion rein institutionell führen sollte. Ein Beispiel. 80% der nationalen und lokalen Bestimmungen zum Umweltschutz kommen von der europäischen Ebene. In vielen Orten und in vielen Ländern ist es so, dass die Tatsache, dass man einen guten europäischen Rahmen hat, auch den Kommunen es ermöglicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es wäre natürlich toll, wenn wir überall die Wahlen gewinnen würden, sodass man die Gewissheit hat, dass man auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene überall gute Bestimmungen zum Umweltschutz hat. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass die Kapazitäten zur Beschlussfassung nicht nur auf lokaler Ebene wichtig sind, sondern dass es auch eine Zwei-Wege-Straße ist und von unten nach oben gehen muss. Man muss also einen guten Rahmen haben. Und ich denke, dass das auch mit den lokalen Dienstleistungen der sogenannten Daseinsvorsorge und der Direktdemokratie zusammenhängt. In Italien hatten wir eine Volksabstimmung und da haben 27 Millionen Menschen beschlossen, nicht der Privatisierung der Wasserversorgung zuzustimmen. Aber dann hatten wir plötzlich eine Krise und der Wirtschaftsrahmen ist nicht mehr ganz so gut. Und jetzt gibt es plötzlich wieder die Möglichkeit einer Privatisierung, aber auf eine sehr ungünstige und schlechte Art und Weise. Ich denke, dass man immer den Grundsatz der Direktdemokratie durch gute politische Mehrheiten und gute gesetzliche Rahmenmöglichkeiten beeinflussen muss, um das verteidigen zu können, was man möchte und was sinnvoll ist. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, einfach nur zu sagen, Europa hat hier nichts zu suchen, auf lokaler Ebene oder regionaler Ebene. Die einzige Antwort der Grünen sein kann, für diejenigen, die immer Angst haben, dass das, was von außen kommt, ja nur schlechter sein kann. Ich bin aber hier vollkommen mit Rebecca einer Meinung, das ist ein gutes, grünes und auch föderalistisches Konzept. Umso näher man an den Bürgern dran ist, umso besser kann man ihre Bedürfnisse und Anforderungen kennen. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch ein paar wirklich interessante Beispiele aus meinem eigenen Land nennen, wo auch die Interessen der Kommunen genau die eigentlich waren, die die großen Konzerne hatten und die dazu geführt hätten, dass die Umwelt gelitten hätte, wenn wir keine Regelwerke gehabt hätten, die das verhindert hätten. Zur Frage der Demokratie möchte ich noch eine andere Sache sagen. Wir als Grüne müssen wissen, dass dort, wo die Grüne Partei stark ist, wie beispielsweise in Deutschland, man auch immer eine gute und funktionierende Demokratie hat. Der Kampf für Demokratie auf europäischer Ebene, und zwar eine effektive und funktionierende Demokratie, hat mit dem grünen Kampf zu tun. Das heißt, dass wir unsere eigenen Meinungen Politiken vertreten. In dort Ländern, wo man Probleme mit dem Zugang zu den Medien hat, wo man Probleme mit der Finanzierung der eigenen Aktivitäten hat, in den Ländern, wo es schwierig ist, die eigene Sache zu verfechten oder beispielsweise auch gegen diejenigen zu kämpfen, die großen wirtschaftlichen Einfluss haben, ist es eben sehr schwierig, auch politische grüne Entscheidungen oder grüne Interessen durchzudrücken.
bringen. Für uns ist die Frage des europäischen Einigungsprozesses, der europäischen Integration wichtig, um unsere eigene politische Agenda und unsere Vorschläge vorbringen zu können und verfolgen zu können. Ein letzter Punkt, und da werde ich mich ganz kurz fassen. Die Frage der europäischen Demokratie sollte für uns nicht dazu führen, dass wir in die populistische Falle tappen. Man sollte also nicht sagen, dass wir nur diejenigen sind, die an der Oberfläche behaupten, dass Europa ja so schön und toll ist. Darum geht es bei uns gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Lösungen der populistischen Parteien falsch sind, denn sie haben überhaupt keine Lösungen. Wenn man sich einmal die Länder anschaut, in denen diese populistischen Länder an die Regierung gekommen sind, muss man sagen, dass sie überhaupt keine Probleme gelöst haben. Das Migrationsproblem wurde nicht gelöst, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil Italien das ja schon seit langer Zeit das. Die wirtschaftlichen Probleme haben sie nicht in den Griff bekommen, weil die Korruption schwert. Und eine Rückbesinnung auf die nationale Situation ist auch keine Lösung. Und diese Parteien kann man nur so schlagen, dass man eben nicht akzeptiert, dass sie schon gewonnen haben, und sicherzustellen, dass unsere Vorschläge stärker und besser sind. Rebecca möchte die Frage Straßburg ganz kurz beantworten. Genau, zu Straßburg. Weil ich in Köln bin und in Nordrhein-Westfalen. Monika hat recht, ja. Ich möchte in Zukunft nur noch in Brüssel arbeiten. Aber hier muss man immer wieder sagen bei dieser Frage Bonn. Bonn, Bonn. Ja. Und alles das, was uns da den Europäern vorgeworfen wird, das gilt natürlich innerdeutsch mindestens genauso. Okay, danke Rebecca. Jetzt kommt Ska dran. Ist Ska dran mit ihrer Runde zur Demokratie? Die Einstiegsfrage auch Europa, Europäische Union und Kommunen, wie verhält sich das? Und die Fragen an dich persönlich. Genau, wir haben eine aus der Website auch eine Frage. Wie bewertest du aus deiner Sicht der Demokratie die Verhandlungen um das TTIP-Abkommen über eine transnationale Freiheitszone? Das ist die erste, und dann gab es eine über Twitter, die ist jetzt gerade reingegangen. What about a European Federation for the... Wie sieht es aus mit einer europäischen Föderation für die Demokratie in Europa? Wie wichtig ist für dich das Thema direkte Demokratie? Am besten die drei Fragen dann. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich bin ja im Handelsausschuss und da spielt die kommunale Selbstbestimmung eigentlich eine große Rolle, außer es redet keiner drüber, außer wir Grünen. Und da bin ich auch gleich beim TTIP, beim EU-USA-Freihandelsabkommen. Weil wir machen gerade Handelsabkommen oder die EU macht gerade Handelsabkommen, die ganz oft die Rechte von Kommunen verkaufen. Da geht es nämlich um so Sachen wie Liberalisierung von Dienstleistungen, vor genau Daseinsvorsorge, solche Sachen. Und das wird dann mal eben schnell in so eine Handelsabkommen reingeschrieben, die Otto-Normalverbraucherinnen selten gar nicht nachvollziehen kann, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Parlamente stattfinden. Und dann zum Schluss finden wir uns wieder und stellen fest, was ist denn da passiert? Ne? Und keiner hat richtig mitbekommen, sind wir eigentlich dahin gekommen? Und das ist eben so ein großes Problem. Ne? Es gibt nicht zum Beispiel irgendwie ein Gesetzesvorhaben darüber, was passiert mit der Daseinsvorsorge in Kommunen. Das haben wir manchmal wie jetzt beim Wasser. Aber jeden Tag gibt es neue Handelsabkommen, wo genau diese Rechte von Kommunen angegriffen werden. Und da müssen wir genau reingehen. Und ich freue mich sehr deswegen, dass es jetzt zumindest bei dem USA-Freihandelsabkommen eine öffentliche Debatte dazu gibt. Das haben wir nämlich viel, viel, viel zu selten. Jetzt haben wir eigentlich endlich eine öffentliche Debatte darüber, was wollen wir eigentlich? Wollen wir gentechnisch veränderte Organismen? Wollen wir Chlorhühnchen und solche Sachen? Wollen wir mit den USA Handelsabkommen machen, wo sie sich noch nicht mal an Mindestdatenschutzregeln halten? All solche Sachen. Die stehen da zur Debatte und ich bin sehr froh, dass es eben diese öffentliche Debatte darüber gibt. Und wir sollten aber nicht vergessen, dass es eben auch um die Rechte der Kommunen dabei geht. Eben müssen die Kommunen zum Beispiel Daseinsvorsorge liberalisieren, öffentlich ausschreiben, Europa oder weltweit. Und was für Kriterien gelten dann? Müssen wir wieder auf die, es muss alles nur ganz wenig kosten, oder dürfen wir auch soziale Kriterien, Fair Trade zum Beispiel mit berücksichtigen? All das steht da zur Disposition und deswegen setze ich mich eben auch genau im Handelsausschuss für die Rechte von Kommunen ein. Und zur NSA wollte ich auch noch sagen, weil das ja auch eine wichtige Rolle spielt, einerseits bei dem TTIP, aber wie es schon gesagt wurde, auch in Großbritannien, auch aus Großbritannien werden wir ordentlich überwacht. Wir haben auch gesagt, wir müssen mit den USA endlich diese Abkommen kippen, die wir gerade haben. Da geht es nicht nur um Freihandel, sondern wir haben richtige Datenaustauschabkommen, wo wir freiwillig sozusagen den USA die Daten drüber schieben, ohne irgendwelche Gegenleistungen.
ohne dass wir was davon haben, ohne dass irgendjemand was davon hat. Und da müssen wir ran und sagen, solange ihr hier nicht aufhört, uns auszuspionieren, solange wollen wir keine SWIFT, keine Bankdaten und auch keine Passagierdaten überweisen. Direkte Demokratie finde ich wirklich unglaublich wichtig, weil nur mit direkter Demokratie kriegen wir es hin, dass die Leute vor Ort sich mehr für Europa auch interessieren. Und ich glaube, da müssen wir halt auch daran, dass Menschen mehr über Themen halt abstimmen können. Zum Beispiel gibt es ja die Europäische Bürgerinitiative, das ist ein super Instrument. Momentan geht es aber nur so weit, dass dann dem Parlament ein Thema zur Debatte vorgelegt wird. Und das ist total super und da gab es auch schon wirklich, da gibt es gute Initiativen. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Wir können nicht nur einfach eine Debatte dazu haben. Und momentan ist es auch so, dass die Themen, wozu man eine europäische Bürgerinitiative machen kann, dass die sehr beschränkt sind. Zum Beispiel ist eine Initiative zur Frage Euratom, wie viel Atomkraft wollen wir nicht lieber Erneuerbare, die wurde als nicht zulässig deklariert, weil es eben keine europäische Kompetenz ist. Dabei ist es ein ganz wichtiges europäisches Thema. Und dazu darf es keine Bürgerinitiative geben. Das muss aufhören. Da müssen wir, glaube ich, weitergehen mit den Themen. Wir müssen das weiterentwickeln, das Instrument. Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Anfang. Und deswegen brauchen wir eben auch, ne, Europa muss auf Demokratie gebaut sein. Und ich glaube, nur dann, wenn wir eben mehr offen dafür sind, was für Themen die Leute auch bewegen, kriegen wir es hin, eben auch genau auf diese Bedürfnisse genau zu reagieren und mitzubekommen, was wollen eigentlich die Leute von Europa? Was ist das eigentlich, was sie wollen? Wollen sie halt ein Europa, das vor allem Handelspolitik macht, oder wollen sie lieber ein Europa, was sich eher auf Umweltschutz konzentriert? Vielen Dank. Danke, Ska. Wir kommen zu unserem letzten, aber auch nichtsdestotrotz sehr wichtigen Themenblock. Das ist die Flüchtlingspolitik und die Eine-Welt-Politik der Europäischen Union. Vielleicht kann ich da jetzt auch einige Fragen beantworten, die einige hatten zu unserem Kunstobjekt da mit Europa und dem Stacheldraht. Das ist keine Kunstinszenierung, es sollte auch eine politische Botschaft beinhalten. Da werden wir nachher bei unserem Landesparteirat auch noch zu einer Debatte bekommen, nämlich das Bild von der Festung Europa, die sich einmauert und letztlich so gut wie niemanden freiwillig reinlässt. Die furchtbaren Katastrophe vor Lampedusa mit den ertrunkenen Flüchtlingen, man scheint so Alle haben sich kurz aufgeregt und dass das jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Und die Antworten, die die Europäische Union dazu hat, fallen sehr, sehr dürftig aus. Stichwort Dublin-II-Abkommen, also wie werden Flüchtlinge in der Europäischen Union verteilt? Gibt es überhaupt legale Einwanderungsmöglichkeiten? Wird darüber diskutiert? Gibt es Resettlement, feste Aufnahmequoten? All das, man hört nichts davon. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema für uns Grüne auf der Agenda und da hätten wir von euch gern ein paar Statements zu. Und Ska, wenn du einverstanden bist, fangen wir mit dir an und dazu Mareike mit den Fragen aus dem Publikum. Genau, wir haben sehr viele Fragen diesmal. Wir machen jetzt mit dreien auf jeden Fall an dich erstmal weiter, Ska. Die erste ist von Uta aus dem KV Lippe und die fragt, mein Interesse gilt der nach außen gerichteten Politik. Welche Rolle kann Entwicklungspolitik bei der Bekämpfung des Flüchtlingsdramas spielen? Dann die zweite ist von Theresa hier aus dem Raum. Das deutsch-französische Tandem gilt als entscheidend in der EU. Derzeit funktioniert es nicht. Die Frage ist, was können wir dagegen tun oder was kann man tun? Und die dritte ist von Gerd aus dem KV Aachen. Welche Maßnahmen hältst du für eine andere Asyl- und Einwanderungspolitik für sinnvoll? Gut, die letzte Frage war im Grunde die Eingangsfrage von uns und du hast jetzt auch 4 Minuten gut dazu. Bitte. Vielen Dank für die Fragen. Genau, mit Gerd, den baue ich dann gleich am Anfang um. Migrations- und Flüchtlingspolitik, das ist ja mein Leib- und Magenthema und leider dreht sich mir der Magen dabei auch regelmäßig um. Wenn wir uns angucken, was in Europa passiert, ne? Vor wenigen Wochen erst sind fast 400 Menschen ertrunken vor Lampedusa. Da gab es einen großen Aufschrei. Bei den ganzen anderen Toten gibt es keinen Aufschrei. Bei den fast täglich ertrinken Menschen im Mittelmeer oder bleiben hängen an den Zäunen, die genauso, wie ihr das da habt, und noch schlimmer aussehen. Die gibt es jetzt in Spanien, die gibt es in Bulgarien, die gibt es in Griechenland. Teilweise werden sie auch noch von europäischen Mitteln finanziert.
So schottet sich Europa ab und auch nach der Lampedusa-Katastrophe fielen unserem Innenminister Friedrich und den anderen, seinen Ministerkollegen da, nichts weiter ein, aus wir müssen jetzt mehr abschotten. Und wir müssen noch mit den Herkunftsländern zusammenarbeiten, damit die gleich die Flüchtlinge aufhalten. Dann kommt nämlich keiner mehr her. Wir machen uns die Hände nicht dreckig, sondern können hier weiter von Menschenrechten erzählen. Und damit muss endlich Schluss sein. Und da brauchen wir eben genau, was Monika, was du angesprochen hast, wir brauchen endlich legale Zuwanderungsmöglichkeiten. Es kann ja nicht sein, dass wir gerade so eine Art Survival of the Fittest Game haben im Mittelmeer, wo nur die Leute, die zuerst sich aus ihrem Heimatland rausschlagen können, dann am besten noch durch die Wüste, dann übers Mittelmeer, über Zäune, an Grenzbeamten vorbei sich schmuggeln können, dass nur die ein Recht darauf haben, Asyl zu beantragen und es ganz oft nicht schaffen, sondern wir müssen es eben ermöglichen mit einem humanitären Visa, dass Flüchtlinge einwandern können, wenn sie halt sagen, ich will Asyl beantragen. Darüber hinaus brauchen wir natürlich aber auch andere legale Zuwanderungsmöglichkeiten. Momentan gibt es nichts auf europäischer Ebene, außer die sogenannte Blue Card, aber die gilt nur für allerhöchst qualifizierte Leute. Für alle anderen zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge auf dem Oranienplatz, das sind fast alles Handwerkerinnen und Handwerker, die haben überhaupt keine Möglichkeiten der legalen Zuwanderung. Warum bieten wir für die nichts an? Warum sagt nicht Europa, jawohl, wir öffnen die Tür, damit die Menschen nicht länger übers Fenster versuchen müssen, reinzuklettern in die Europäische Union? Da müssen wir ran. Dann, was passiert denn mit den Menschen hier? Du hast auch Dublin angesprochen, die Verordnung, die regelt, wo darf man Asyl beantragen. Man darf nämlich nur in einem einzigen Land Asyl beantragen, da, wo man zuerst Fuß auf europäisches Territorium setzt. Und das führt eben dazu, dass Italien oder Griechenland gerne mal weggucken, wenn Flüchtlinge in Seenot sind. Das führt dazu, dass Deutschland fein raus ist und sagt, nö, ihr kümmert euch mal, ist ja nicht unser Problem. Und es führt eben dazu, dass Leute jetzt in Hamburg oder Berlin eben keinen Asylantrag mehr stellen können. Was hätten sie in Italien machen dürfen? Das ist in Italien aber nicht funktioniert, in Griechenland zum Beispiel kein Asylsystem wirklich gibt, das interessiert dann die Grenzbeamten und die Asylbehörden alles nicht. Das muss geändert werden. Wir wollen Dublin abschaffen. Es muss endlich ein solidarisches System der Verteilung geben, aber nicht nur solidarisch unter den Mitgliedstaaten, sondern müssen auch solidarisch sein mit den Flüchtlingen. Weil es macht keinen Sinn, jemand, der Französisch spricht, nach Schweden zu schicken und jemand, der Familie in Finnland hat, irgendwie nach Griechenland zu schicken. Da muss sich allerhand ändern. Und die EU, und damit komme ich zu Ute, muss auch viel mehr tun gegen die Fluchtursachen. Jetzt kann man sagen, mein Gott, Fluchtursachen, das ist so groß, kann man da überhaupt was machen? Und ja, wir können da was machen als Europäische Union, weil wir tragen nämlich auch dazu bei, zu den Fluchtursachen. Ich habe schon Klimawandel erwähnt, dazu gehören aber auch Waffenexporte, dazu gehört eine Landwirtschaftspolitik, die gerade darauf aussitzt, dass alles, was wir nicht essen wollen, nach Afrika exportiert wird und dazu Dumpingpreisen verkauft wird und dann eben die lokalen Märkte kaputt gehen. Oder eben die Handelspolitik, die eben auch gerade dazu gemacht wird, nur für die Profite von europäischen Großunternehmen und eben nicht darauf guckt, betrifft das eigentlich die Menschenrechte in anderen Ländern oder auch eben die Menschenrechte in der Europäischen Union selbst. Da müssen wir rangehen, da kann die Europäische Union wirklich einiges tun. Und da geht es nicht nur um ganz groß irgendwie Weltretten, da geht es um ganz konkrete Geschichten, die wir machen müssen. Zum Beispiel die Exportsubventionen für die Landwirtschaft endlich abschaffen, eine faire Handelspolitik machen, all solche Sachen. Und da kann eben Entwicklungspolitik ganz konkret dazu beitragen, indem zum Beispiel Entwicklungspolitik das Primat über Handelspolitik bekommt, sodass sich Handelsabkommen endlich daran ausrichten müssen, was hilft den Entwicklungsinteressen des Landes und nicht mehr nur, was hilft den Profitinteressen von Großunternehmen. Ich glaube, das waren auch die Fragen. Die was? Die deutsch-französische Frage. Ja? Mach noch mal kurz. Wir sind gut in der Zeit. Ergänz noch mal. Es fehlte noch die deutsch-französische Frage, weil die hatte ich nicht so ganz unter außen eingeordnet. Ist ja eher innerhalb der Europäischen Union. Die deutsch-französische Zusammenarbeit, die wollen wir auch als Grüne natürlich sehr stärken, zusammen mit den französischen Grünen. Und ich finde es auch wichtig, dass die beiden Staaten zusammenarbeiten. Aber wir sollten nicht vergessen, es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und es kann nicht sein, dass wir weitermachen wie bisher, dass immer irgendwie vorher Merkel und Hollande halt jetzt sich zusammensetzen und dann gibt es eine Lösung und alle anderen dürfen nur noch nicken, sondern wir müssen gerade die kleinen Mitgliedsländer auch stärker beteiligen. Wir müssen, die Demokratie auf der europäischen Ebene muss eben auch dazu führen, dass nicht nur die zwei großen Blöcke entscheiden und der Rest muss halt mitmachen oder bleibt halt außen vor. Da brauchen wir auch mehr Demokratie. Super, danke Ska. Monika, auch an dich einige persönlichen Fragen zu dem Gesamtkomplex Flüchtlinge eine Welt.
Genau. Die erste Frage geht auch an das deutsch-französische Tandem wieder. Das ist sozusagen dieselbe Frage. Und dann die zweite oder die drei, vier Fragen, die wir haben, die würde ich jetzt einfach so ein bisschen zusammenfassen. Es geht um das transatlantische Freihandelsabkommen mit der USA und der EU. Und da ist die Frage, wie würden Sie sich mit Ihrer Fraktion dafür einsetzen, mögliche Nachteile der Entwicklungsländer aus dem Abkommen zu verhindern? Und dann die allgemeine Stellungnahme dazu. Monika, bitte. Hattest du die Fragen verstanden? Ja. Okay. Questo? Yes. Zunächst einmal zur allgemeinen Frage, die Frage der Festung Europa. Ich glaube, dass man dazu sagen kann, dass die Debatte in Italien und in anderen südeuropäischen Ländern dahin ging, dass man gesagt hat, oh Gott, Europa überlässt uns unserem Schicksal. Wir schauen uns mal die bösen Nordeuropäer an, die ihren Teil nicht leisten wollen. Das ist die allgemeine Debatte. Und hier müssen wir wirklich darauf beharren und einfordern, dass die Europäische Union viel mehr macht. Ska hat hier vollkommen recht. Wir müssen das umsetzen, was schon 1999 in Tampere beschlossen wurde. Wir müssen rechtliche, legale Möglichkeiten finden, mit der Einwanderung umzugehen, denn die Zuwanderung ist unvermeidlich. Das ist ebenfalls ein Fakt, den wir immer wiederholen müssen. Wir werden nicht und können auch nicht unsere Grenzen schließen und deswegen haben wir ein Problem mit der Verwaltung. Wir müssen dieses Problem behandeln. Das ist ein Problem der Europäischen Union, aber es hängt natürlich auch davon ab, was die Mitgliedstaaten machen. Nach Lampedusa haben wir in hohem Maße versucht, genau zu erklären, warum die italienische Politik, also ungeachtet dessen, was die Europäische Union macht oder nicht macht, sondern dass die italienische Politik falsch ist und warum diese zur illegalen Zuwanderung führt. Eine der wichtigsten Maßnahmen der Grünen Partei ist zunächst einmal, die Wahrheit zu sprechen, auf die Debatten der populistischen Parteien einzugehen und diese zu bekämpfen, aber gleichzeitig auch ganz klar und offen zu benennen, was in unserer eigenen Politik falsch läuft. Was Lampedusa betrifft und dieses furchtbare Unglück, das hat uns natürlich alle sehr getroffen, aber in den letzten Jahren sind 20.000 Menschen ertrunken oder auf anderem Wege ums Leben gekommen. Im Moment ist es so, dass eine Vereinbarung, ein Vertrag zwischen Italien und Syrien ausgehandelt wurde, gab es die Möglichkeit, dass man Menschen auf See zurückschickt. Und das wussten wir damals gar nicht. Das war uns gar nicht bekannt, dass das ebenfalls Teil dieses Abkommens war. Wir müssen sicherstellen, dass Abkommen und Vereinbarungen zwischen den Empfangsländern und den Ursprungsländern auszuhandeln, das sind zum Teil nicht unbedingt die Ursprungsländer, sondern die Länder, aus denen die Zuwanderer oder Immigranten kommen, und nicht einfach nur eine Lösung zu beschließen, die darin besteht, die Leute zurückzuschicken. Wir brauchen eine europäische Lösung. Der dritte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass die Festung Europa eine Illusion ist. Wenn wir die Nationalisten und die Populisten in dieser Frage schlagen könnten, wäre das für uns ein wichtiger Sieg. Ich glaube, dass die Tatsache, dass man Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, Asylbewerber alle in einen Topf wirft, den Populisten und Nationalisten eigentlich in die Hände spielt. Wir haben ein Instrument auf europäischer Ebene, trotz all der Beschränkungen, und wir können darauf eingehen, wir können dagegen vorgehen. Wir müssen das aber auch in den Debatten auf nationaler Ebene berücksichtigen. Ein letzter Punkt: Man darf nicht unterschätzen, dass Populisten und Nationalisten deswegen erfolgreich sind, weil sie ganz einfache Botschaften haben, die vermeintliche Lösungen sind. Wir müssen hier immer wieder sagen, dass diese Botschaften keine Lösungen bringen, und wir müssen die Menschen wieder für uns gewinnen, denn nur so können wir letztendlich auch die Wahlen gewinnen. Wir müssen Bündnisse schmieden mit denjenigen, die an all diesen Fragen in der Zivilgesellschaft arbeiten. Das sind viele, aber es ist eben sehr kleinteilig. Sie sind weitflächig verteilt und wir müssen daran arbeiten, sie in die Politik einzubinden. Jetzt auch der Schwenk zu Mareike. Welche Fragen gingen zu dem Komplex an Rebecca? Genau. Für Rebecca ist eine über Twitter eingegangen, eine Frage. Müssen wir den Menschen nicht auch zumuten, auf mehr zu verzichten? Hashtag Green New Deal und Green Primary. Und dann gibt es auch die deutsch-französische Tandemfreundschaft.
Die Frage und auch die Frage, nochmal vielleicht eine Position zum transatlantischen Freihandelsabkommen zu nehmen. Okay. Also erstmal dieses große Thema europäische Flüchtlingspolitik, weil das ist so ein Thema, da habe ich auch immer so sehr großen Respekt in den Ansagen, die wir da machen. Weil wenn man nicht immer auch die Integrationsanforderungen mitdenkt, dann kann man bei dem Thema auch Schaden anrichten. Und zwar auch für die Flüchtlinge, ja, die man hier holt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an den Oranienplatz in Berlin denke, da fällt mir schon auf, dass das Tolerieren alleine, ja, nicht ausreicht, sondern dass auch in so einem Stadtteil wie Kreuzberg unbedingt aktive Integrationspolitik stattfinden muss. War das nur als Vorbemerkung zur Einstimmung. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit der politischen Abteilung der Welthungerhilfe zusammengesetzt, um die Dimension des Problems hinter Lampedusa für mich selber noch mal ein bisschen zu erschließen. Und die Zahlen, die da genannt werden, wenn man mit den Leuten spricht, die sich auskennen, die lassen einen schon ein bisschen schüchtern werden, muss ich mal zugeben. 23.000 Flüchtlinge neu, jeden Tag. 23.000 Menschen global, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen, weil sie dort nicht mehr überleben können. Es gibt in Afrika Camps, da sind 500.000 bis 1 Million Menschen in Ländern, in denen auch die Umgebung um diese Camps, ja, in großer Armut lebt. Also es ist ein gradueller Unterschied zwischen denen in den Camps und denen draußen vor. Und deswegen ist so wahnsinnig wichtig, was Gar angesprochen hat, was aber in der Lampedusa-Debatte nicht genügend vorkommt, eine gute Entwicklungspolitik. Und da wissen wir eigentlich auch schon, wie das aussieht. Eine gute Entwicklungspolitik muss dagegen arbeiten, dass so viele Menschen, gerade auch in Afrika, sich durchschlagen bis an die Küste des Mittelmeeres, weil sie denken, etwas Besseres als den Tod finden wir überall, und sich dann in diese Nussschalen oder schlechten Boote setzen. Ich weiß, dass das eine große Ansage ist und dass das lange dauert, aber wer sich mit den Zahlen beschäftigt, der weiß, dass weder mit der Idee der Einwanderungspolitik noch mit dem, was da noch zwischen uns und einer offensiven Einwanderungspolitik liegt in Europa, dass wir eben weit, weit von den Anforderungen, die da wachsen, entfernt sind. Lampedusa steht für das Versagen der Europäischen Union, nicht nur was Afrika und Entwicklungspolitik angeht, sondern Lampedusa steht eben auch für das Versagen der europäischen Politik, weil es für Abschottung steht. Was ändern wir akut? Was können wir akut ändern? Diese Dublin-II-Verordnung, die muss geändert werden. Wir brauchen eine gerechte Quote und Gerechtigkeit innerhalb der Verteilung dieser Menschen auf die europäischen Mitgliedstaaten, wenn sie hierher kommen als Flüchtlinge oder als Asylbewerber. Wir müssen in den Ländern des Südens aber auch unbedingt dafür sorgen, dass da überhaupt mal Asylrecht implementiert wird. In Griechenland, da ist die Anerkennung von Asylbewerbern im Moment bei 0,5% derjenigen, und das sind wenige, die überhaupt in die Lage versetzt werden, einen Antrag zu stellen. Also die Medaille hat eben zwei Seiten. Und es ist eine Schande, ja, dass immer weniger Asylbewerber in der Europäischen Union insgesamt anerkannt wird. Die Quote wird am besten erfüllt im Norden der Europäischen Union. Schweden ist Spitzenreiter, übererfüllt alles. Deutschland, muss man sagen, Wirtschaftswunderland in Europa, liegt nur im Mittelfeld. Legale Immigration, Einwanderung, das muss man regeln, aber das wird dauern. Das können wir sagen, dass das unser Weg ist, aber das wird die akute Auseinandersetzung in Lampedusa nicht verändern. Die UNHCR setzt sich dafür ein, dass überall in Europa überhaupt gewährleistet wird, dass Flüchtlinge menschenwürdig behandelt werden. Ich war sehr oft in Griechenland in den Lagern, in diesen Detention Camps. Da leiden die Leute Hunger. Die sind für 18 Monate eingesperrt, bevor sie abgeschoben werden, und die hungern da. Ja? Also wir haben richtig viel auf den großen Linien und im Detail zu tun. Und Integration,
ja, ist das, was bei dieser ganzen Debatte um die Offenheit der Europäischen Union für die Bedürfnisse der Flüchtlinge nicht vergessen werden darf. Sonst wirkt das nämlich genauso negativ im Zweifelsfall, wie Monika das schon angesprochen hat. Verzicht. Ich habe gestern mit Nico Pech in Lüneburg an der Uni diskutiert. Seit ich denken kann, ja, ist meine Idee auch in der ganzen Energiewende-Debatte, in der Ressourceneffizienz-Debatte, in der Gerechtigkeitsdebatte, wir müssen aus weniger mehr machen. Und ich bin anders als Nico Pech zum Beispiel der Meinung, dass man diese Suffizienz-Debatte, dass man die klug verbinden muss mit der Effizienzdiskussion, die bei uns geführt wird. Die Details schenke ich mir. Ich hoffe, dass Nico Pech sich in den nächsten Wochen weiter mit mir streitet. Zu TTIP hat Ska einiges angesprochen. Ich glaube, dass den Europäern insgesamt noch nicht klar ist, dass dieses TTIP viele der Dinge, die wir an der Europäischen Union schätzen, Standards, die wir erreicht haben für Verbraucherschutz, für Lebensmittelsicherheit, für die Regulierung von Chemikalien, dass wir die verlieren, wenn wir TTIP machen. Meiner Meinung nach muss das alles abgebrochen werden und darf ohne verbindliche Vorgaben nicht weiter verhandelt werden. Zum deutsch-französischen Tandem würde ich an dieser Stelle gerne noch ein bisschen auch in Bezug auf die Primaries anmerken. José Bové und ich kennen uns seit 1980. Wir haben die internationale Bauernbewegung damals in Gorleben und in Lasak auf dem Lasak angeführt. Ich finde, wir sind ein ganz schönes deutsch-französisches Duo. Das mit dem schönen, nein, es Monika, ich bitte dich auch noch mal um kurz auf, weil die Fragerin Theresa möchte doch auch wirklich noch mal sehr gern von dir wissen, was du zum deutsch-französischen Tandem beziehungsweise zu dem Nicht-Funktionieren oder wie es denn besser funktionieren sollte, möchte Theresa gern von dir noch mal ein kurzes Statement. Weil ich glaube, dass es gibt Tandem, die mehr notwendig waren und die nicht mehr so notwendig heute sind. Ich muss ich sagen. Ich war immer sehr skeptisch über die Idee, dass Deutschland und Frankreich eine bestimmte oder spezielle Verantwortlichkeit haben. Und ich bin der Meinung, dass es diese letzten Jahre, wenn Frankreich, zumal vor allem nach der Wahl von Herrn Hollande, eine stärkere Allianz mit Italien, Spanien und die anderen Länder gemacht hätte, dann wäre es möglicher gewesen, eine mehr balancierte Politik von Europa zu kriegen. So, ich muss sagen, dass manchmal muss man auch Frankreich mitnehmen, um die Politiker von Deutschland in die Minderheit zu stellen. Ja, danke. Danke, Monika, dass du da noch drauf eingegangen bist. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind am Ende eines riesigen, intensiven Abarbeitens vieler Themen der europäischen Politik. Erstmal herzlichen Dank hier an unsere Kandidatinnen, dass sie so kompetent wirklich ich würde mal sagen, das macht die Wahl jetzt sehr, sehr schwer und spannend. Wir haben viel von euch erfahren. Ihr wart wahnsinnig diszipliniert, komprimiert und kompetent in den Dingen hier in der Kürze der Zeit auf die Dinge einzugehen. Danke an euch, danke an alle, die die Fragen gestellt haben, denn nur so funktioniert auch der Diskurs. Danke nochmal hier an unsere Helfer Mareike und Harald, die die Fragen ausgesucht haben. Und mir bleibt nur jetzt an Sven weiterzugeben mit dem Dank. Wie geht's weiter? Richtig, genau, weil, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, also euch noch nicht beteiligt habt, dann sage ich jetzt vielleicht ein paar Worte nochmal, wie ihr das tun könnt. An dieser Stelle, das haben wir eben eingangs vergessen, ist mir aber ganz wichtig, dass der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei, Reinhard Bütikofer, der eigentlich ja heute hier sein wollte, leider nicht hier ist, weil er einen kleineren Unfall hatte und sein Knie verletzt ist. Aber vielleicht können wir an dieser Stelle solidarisch nochmal applaudieren, wenn er beim Livestream zuschaut.
Und die Europäische Grüne Partei hat ja dieses Primary entwickelt und ihr könnt jetzt Folgendes tun. Also vielleicht nicht jetzt oder parallel auch jetzt, wenn ihr einen Laptop dabei habt. Ansonsten gerne noch bis zum 28. Januar dann zu Hause. Ihr registriert euch auf www.greenprimary.eu. Das ist diese Adresse, die findet ihr auch sozusagen in den Unterlagen und füllt dann ein Registrierungsformular aus. Das heißt, wenn ihr dieses Formular ausgefüllt habt, dann bekommt ihr per E-Mail einen Link zur Aktivierung. Das heißt, ihr geht dann auf diesen Link, aktiviert euren Account und bekommt dann in der E-Mail eine ID-Nummer, also eine Kennung, und auf euer Handy bekommt ihr auch nochmal ein Passwort. Mit dieser Kennung und mit diesem Passwort, ich sage direkt dazu, ihr müsst vielleicht so 2-3 Minuten Geduld haben und nicht sofort, wenn die erste E-Mail nicht sofort kommt, dann sofort das Handtuch werfen, sondern vielleicht so 3-4 Minuten investieren in diesen Vorgang, aber dann klappt das auch ganz wunderbar. Also mit diesem Passwort auf dem Handy und mit dieser ID-Kennung per E-Mail könnt ihr dann abstimmen und bis zu 2 Kandidatinnen, Kandidaten wählen. Es ist ja ein europäisches Spitzenduo, das heißt, ihr könnt einen, aber gerne auch 2 Personen wählen und habt dann bei diesem europäischen Experiment habt ihr mitgemacht, habt Geschichte geschrieben, habt euch beteiligt und bitte tragt das auch weiter. Wie gesagt, es müssen nicht Parteimitglieder sein, es kann jeder EU-Bürger, jede EU-Bürgerin ab 16, die sich zu den grünen Werten bekennt, kann dort mitmachen, nicht nur Staatsbürger, genau richtig. Und ihr könnt das auch nochmal nutzen, für euch vor Ort zu diskutieren, Menschen darauf aufmerksam zu machen, das per Twitter, per Facebook nochmal zu bewerben, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Chance, dass wir dann wirklich Ende Januar ein ganz, ganz breit getragenes europäisches Spitzenduo haben. Euch ganz herzlichen Dank. Wir haben ein kleines Geschenk für euch, nämlich Domschokolade. Ja? Domschokolade deswegen, damit ihr euch mit Schokolade dann belohnen könnt, dass ihr hier wart und natürlich dann den Dom noch weiter in Erinnerung habt für diese tolle Veranstaltung. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei und ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr hier wart und mitgemacht habt. Vielen Dank. Ja, und auch nochmal ein Abschlussdank. Ich bitte euch auch nochmal unsere Gebärdendolmetscher und natürlich unsere Deutsch-Englisch-Dolmetscher hier mit einem ganz großen Dank und Applaus zu versehen. Danke auch an euch. Ja, so, und hier geht es jetzt weiter. Ihr könnt alle da bleiben. Wir haben jetzt unseren Landesparteirat und der ist öffentlich. Ihr könnt gerne noch weiter mitdiskutieren. Aber wir müssen jetzt, weil es um 13.30 Uhr weitergeht, jetzt hier eine kleine Umbaupause machen. Also alle sind eingeladen, auch weiter mit uns zu diskutieren. Aber bitte jetzt darum, dass wir auch die Registrierung der Delegierten vornehmen müssen. Euch und Ihnen guten Nachhauseweg, die jetzt nicht mehr hier bleiben. Und noch einen schönen ersten Advent.